Hallo, anhand von manchen Kommentarfragen merke ich, dass manche Zuseher auf einer komplett anderen Ebene als ich über Aktien nachdenken, etwas ziemlich anderes als ich unter Aktien verstehen. Und das möchte ich mal als Anlass nehmen, um mal heute am Sonntag für ein Sonntagsvideo einmal zu überlegen, was ist eine Aktie überhaupt? Wie denkt man meiner Meinung nach richtig über Aktien nach? Investiert langfristig gut in Aktien? Ich nenne das mal Finanzphilosophie für ein Sonntag, ja. Für mich ist also eine Aktie nichts, was ich unbedingt haben möchte, ja, oder was ich sammle, ja, sondern ein reines Vehikel, um meine Ersparnisse, die ich mal in den letzten 15 bis 20 Jahren erarbeitet habe, an der Börse so anzulegen, dass sie erstens sich gegen Inflation abgesichert sind, dass ich also nicht zu den Verlierern gehöre, wenn der Staat immer mehr Geld druckt und daher das Geld an Wert verliert. Und zweitens versuche ich, und das hat zumindest in den letzten Jahren ganz gut funktioniert, auch noch aus dem Kapital etwas mehr Kapital rauszuholen, indem ich nach Möglichkeit in Aktien investiere, die dann steigen. Für mich ist aber eben Aktie ein reines Vehikel, ja, um aus meinen Ersparnissen noch etwas mehr zu machen. Ja. Man kann sich das auch so vorstellen und ich stelle mir das so vor, dass Aktien sowas wie ein zukünftiger diskontierter Cashflow sind. Ja. Also zukünftige Auszahlungen, wenn ein Unternehmen gut arbeitet, dann kann es zukünftig Gewinne machen, kann einen Teil der Gewinne ausschütten, das sind dann die Dividenden. Und weil ich zukünftig einen Teil des Gewinnes bekomme und ich glaube, dass das Unternehmen sein Kapital, wo ich eben ein bisschen was zur Verfügung stelle, ja, gut einsetzen kann, deswegen investiere ich in ein Unternehmen. Ich sehe das also auch quasi wie an einer Beteiligung an einer kleineren Firma, was ich jetzt persönlich nicht mache, aber ich habe letztens mit meiner Nachbarin gesprochen, der Sohn von ihr macht bald seine Meisterprüfung, ist also auch längst erwachsen, ja, und beruflich erfolgreich als Installateur, also das österreichische Wort für einen deutschen Klempner, und der macht eben gerade seine Meisterprüfung. Und wenn er die fertig hat, ich kenne ihn auch schon seit längerem, scheint ein taffer Bursche zu sein, dann könnte er zum Beispiel auf die Idee kommen, sich selbstständig zu machen und eine Firma zu gründen. Und wenn ihm dann das Anfangskapital für einen Firmenwagen und für und Mitarbeiter und so weiter fehlt und er hat einen guten Businessplan und er kommt zu mir und sagt, ich brauche Gesellschafter, ja, ich brauche insgesamt ein Grundkapital von 100.000 Euro, das habe ich nicht, aber ich habe eine gute Ausbildung und ich bin fit und ich möchte arbeiten und er kann mir einen Businessplan präsentieren, wo er in Zukunft zum Beispiel pro Jahr 100.000 Euro glaubt verdienen zu können. Die Hälfte davon wird er sich als Geschäftsführer nehmen und die andere Hälfte kriegen die Gesellschafter. Und er braucht jetzt 100.000 Euro an Stammkapital. Dann bin ich vielleicht durchaus interessiert, ihm 10.000 zu geben. Und wenn ich also dann zukünftig für die 10.000 Euro, die ich heute investiere, einen als Cashflow 5.000 Euro erwarten kann pro Jahr, das ist jetzt sogar zu viel, also es wäre eine traumhafte Rendite von 50%. Es wird auch mit weniger gehen, ja. Aber dann würde ich ihm zum Beispiel etwas meiner Ersparnisse, könnte ich mir vorstellen, geben und bin dann eben Gesellschafter, Teilhaber dieser Firma und kriege also somit das Anrecht, zukünftig einen kleinen Teil des Cashflows dann ausbezahlt zu bekommen. Und wenn dieser kleine Teil des Cashflows in einem Szenario, wo die Firma sehr gut läuft, 10% ausmachen, wenn sie wie geplant läuft, 5% ausmachen und ich kann damit natürlich immer auf die Schnauze fliegen. Es kann irgendwas höhere Gewalt passieren. Er hat dann einen schweren Unfall und ist invalid und die Firma muss wieder zusperren und man kriegt dann noch ein bisschen was aus der Konkursmasse quasi raus, aber nur einen Teil dessen, was man eingesetzt hat. Auch das kann mal passieren. Aber dann würde ich das eventuell eingehen, aber nur deswegen, weil ich einen schönen Ertrag erwarte. Also ein Risiko ist damit verbunden, aber nur deswegen, weil ich zukünftig einen Cashflow erwarte, beteilige ich mich an einer Firma. Und genauso sehe ich Aktien auch. Ich bin kürzlich auch mal von einer Kundin gefragt worden, was ich von dem Unternehmen, ich glaube, es heißt Lululemon, das ist so ein hippes Unternehmen, das Yoga-Kleidung herstellt und ich glaube, Yoga-Center betreibt und sie geht da sehr gern hin und ich finde das auch immer spannend, sich solche
Sachen dann durchzudenken. Ich habe mir die Aktie aber nur ganz kurz angeschaut und hier stimmen meiner Meinung nach die Geschäftszahlen mit den zukünftigen Einnahmen nicht überein. Vielleicht irre ich mich da auch, ich habe mir es nur ganz kurz angeschaut, aber quasi die Kundin wäre interessiert gewesen, da ein paar Aktien zu kaufen, weil ihr eigentlich dieses Lululemon-Yoga und die Kleidung so gut gefällt. Ja. Kann man auch machen, ja, tue ich aber nicht. Ja. Wenn ich meine Aktie ansehe und investiere, also zum Beispiel die Schweizer Firma Nestle eignet sich da immer, weil sie jeder kennt da als Trivialbeispiel. Ich investiere nicht deswegen in Nestle, ja, weil ich glaube, dass Nestle die Welt besser macht, ja, oder so hippe Produkte hat und ich unbedingt Nestle-Aktien haben mag, sondern ich investiere deswegen in Nestle, weil Nestle sehr international aufgestellt ist. Somit profitiere ich auch vom zukünftigen Wohlstandsgewinn in Indien oder in Indonesien, wo Nestle jeweils große Töchter hat. Und ich gehe davon aus, bei Nestle jetzt ganz konkret, die Aktie steht ungefähr bei 100 Schweizer Franken. Es geht jetzt nur um Größenordnungen, dass die Aktie, also dass die Firma zukünftig pro Aktie 5 Schweizer Franken pro Jahr Gewinn machen wird. Das sind 5%. Davon wird sie, sagen wir mal, 60% ausschütten. Das wären 3 Schweizer Franken pro Jahr, die ich da an Ausschüttung bekomme. Das ergibt 3% im Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Es gibt sicher andere Anlagen, die höher verzinst sind, ja, aber dafür bei Nestle sehr, sehr sicher. Und ich gehe davon aus, dass die Einnahmen bei Nestle langfristig mit der Inflationsrate wachsen. Aber das sind meine Herangehensweise, ja, und die ist nicht gefühlsbetont oder so. Ja. Also mir gibt das persönlich nichts. Ja. Wenn ich im Supermarkt dann, keine Ahnung, einen Nesquik-Schokoriegel sehe und ich denke mir dann, ich habe Aktien davon und quasi wenn ich jetzt 100 Aktien der Firma Nestle habe, ja, oder ich glaube bei mir sind sogar 300 oder so, aber es ist noch immer so wenig, ja, dass ich nicht einmal zu einer Hauptversammlung hingehen muss, um dort irgendwas zu bestimmen, weil da einfach andere Aktionäre 100-mal mehr Kapital investiert haben. Also ich habe auch keinen Einfluss auf das, was die Firma macht, sondern ich investiere es rein deswegen, weil ich zukünftig einen Cashflow kriege. Ja. Und Nestle ist jetzt für mich so ein Beispiel eines Value-Unternehmens, in das ich investiere, damit ich zukünftig eben Ausschüttungen kriege, die relativ gut prognostizierbar sind. Ja. Es gibt da natürlich auch quasi Growth-Aktien, ja, also Aktien von Unternehmen, die erst im Aufbau sind. Ja. Also an die Tesla-Story glaube ich persönlich nicht. Ja. Aber bei Tesla wäre die Story sehr einfach und das Unternehmen kennt auch jeder. Tesla stellt heute rund 2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr her. Elon Musk hat gesagt, in Kürze, also 2030 oder so, also in wenigen Jahren, werden sie 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr herstellen. Damit werden sie doppelt so groß als der heute größte Autohersteller der Welt, Toyota, mit ungefähr 10 Millionen Fahrzeuge. Dann machen sie enorme Profite, das heißt, Tesla braucht heute keine Dividende ausschütten, aber wenn ich da investiere, und ich investiere eben aus gutem Grund bei Tesla nicht, aber wenn ich dort investieren würde, dann deswegen, weil ich glaube, dass sie in Zukunft doppelt so groß wie der nächstgrößte Autohersteller wären, ja, 10-mal so groß wie Mercedes oder BMW, und dann haben sie derartige Mengenvorteile, dass sie die gesamten Profite der Branche auf sich vereinen können, ja. Und dann verdienen sie jedes Jahr 200-300 Milliarden. Im gesamten Automobilsektor ist das irgendwie dann möglich. Ja. Und dann kann Tesla Dividenden, die sie heute nicht ausschütten, irgendwann in ferner Zukunft ausschütten. Ja. Aber beim Growth-Unternehmen funktioniert es ähnlich. Ja. Der Aktienkurs heute, und darauf will ich hinaus, ja, spiegelt die Cashflows der Zukunft, die ich eben dann noch abzinsen muss. Ja. Also in der Finanzwirtschaft spricht man immer von abdiskontierten Cashflows. Ja. Der Zukunft wieder. Ja. Aber wenn ich zukünftig niemals Cashflows habe, ja, dann würde ich auch die Aktie nicht kaufen. Ja. Also wenn mich eben der Bursche von gegenüber fragt, ob ich in sein Installateurunternehmen 10.000 Euro investiert, er wird aber niemals Gewinn an die Gesellschaft ausschütten, dann wäre das für mich vollkommen sinnfrei, da zu investieren. Ja. Dann gebe ich ihm vielleicht
50er, weil ich ihn seit langem kenne und wünsche ihm viel Glück, ja, aber ich würde da nicht wirklich investieren, ja. Das heißt, für mich ist eine Aktie die zukünftigen Cashflows von morgen, ja. Und ich kriege da eben immer wieder mal Kommentarfragen, wie siehst du das Unternehmen, wenn du die Dividende nicht berücksichtigst, ja, wenn du die zukünftigen Cashflows nicht berücksichtigst. Und ich merke da immer, ich kann da kaum darauf antworten, weil das eine komplett andere Denkebene ist, wenn man eben dann sozusagen Aktien investiert, wie zum Beispiel Lululemon, weil man dieses Yoga so cool findet, ja, und da möchte man ein paar Aktien haben. Ja, wenn es einem persönlich was gibt, dann ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich bin da furchtbar liberal eingestellt, was das anbelangt. Jeder soll in das investieren, was er für richtig hält. Ja. Aber sozusagen von meiner Philosophie her, ja, wenn ich mir Unternehmen als Möglichkeit sehe, meine Ersparnisse so anzulegen, dass ich zukünftig einen Teil der Erträge eines Unternehmens bekommen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mein Unternehmen durchdenken soll, wenn ich eben die zukünftigen Erträge nicht reinrechnen soll. Dann wäre die Investition eigentlich in jedem Fall sinnfrei. Ja. Mir fällt ja dann oft mein Onkel ein, der da ab und zu auch zuhört, also wenn er gerade zuhört, Servus Gerhard, ja, schöne Grüße, der sammelt Füllfedern und handelt auch mit Füllfedern. Und ich glaube, er kennt sich da auch sehr gut aus und ist wahrscheinlich einer der wenigen Sammler, der sogar mehr Geld damit verdient hat, als er investiert hat. Er macht das, glaube ich, auch seit 40 Jahren und hat da eben auch ein Wissen. Und für ihn haben meiner Meinung nach, das ist also nicht abwertend gemeint, Füllfedern sowas wie einen Fetischcharakter. Ja? Also ich meine, das im Sinne von Karl Marx, Kapital, erster Teil, 1870 oder so, der Fetischcharakter der Ware im Kapitalismus und nicht im sexuellen Hinsicht, aber er sieht in einer Füllfeder irgendwas, ja, Ästhetisches, kunstvoll Produziertes, was einen ganz besonderen Gebrauchswert hat, und es gibt ja auch diese Kalligrafie, glaube ich, wo man wunderschön schreiben kann mit Füllfedern, was man mit einem Kugelschreiber nicht zusammenbringt. Ich bin Linkshänder, ja, wenn bei mir verwischt das alles, also ich freue mich über die Erfindung eines Kugelschreibers. Ja. Ich kann das, was er in den Füllfedern sieht, nicht sehen. Und das ist aber so quasi ein, also ich nenne es jetzt mal Fetischobjekt, ja, also nicht im sexuellen Sinn, aber dass man was ganz Besonderes sieht, das funktioniert unter Sammlern auch. Ja. Mit Briefmarken hat das 100 Jahre lang funktioniert, ob es heute noch funktioniert in dem Ausmaß, weiß ich nicht. Ja. Aber solche Sachen haben, mit solchen Sachen kann man, wenn man will, auch Geld machen. Ja. Aber man ist immer darauf angewiesen, dass die Anzahl an potenziellen Käufern wächst. Und wächst und wächst. Ja. Weil wenn irgendwann einmal weniger Käufer da sind, ja, dann will das irgendwann mal keiner mehr haben und dann hören auch eventuell die Sammler auf. Ja. Also es gibt sicher noch ein paar alte Briefmarkensammler, die das noch immer mit Begeisterung machen und sollen sie auch. Ja. Aber wenn sozusagen der Markt sich auflöst für so ein Sammlerstück, ja, dann gibt es auch bisherige Sammler, die dann beim Sammeln aufhören, weil einfach kein Markt mehr dafür da ist. Ja. Also ich glaube, momentan gehen Füllfedern noch. Ja. Wir werden sehen. Das ist so auch ein bisschen, da komme ich jetzt aufs nächste große Ding, wo ich öfter gefragt worden, meine Sache halt, wenn ich den Bitcoin sehe. Ja. Also der Bitcoin lebt meiner Ansicht nach auch davon, dass die Anzahl der Käufer immer größer und größer werden. Und natürlich kann ich, so wie mein Onkel da Füllfedern sammelt und wenn er sich gut auskennt damit und weiß, dass also demnächst zum Beispiel die Produktion einer gewissen Charge eingestellt wird und er hat noch die Möglichkeit zum Listenpreis 10 zu kaufen und wartet dann 5 Jahre ab, dann kann er dieses Wissen umwandeln. Und wenn jetzt also, wie ich das bei Bitcoin mit beobachtet habe, wenn jetzt also klar ist, so ein ETF auf Bitcoins von einem der großen Häuser steht vorm Zulassungsverfahren und wenn der dann zugelassen wird, dann kann ich also darauf spekulieren, dass dann nochmal deutlich mehr Leute kaufen und die Anzahl der Leute, Zugang haben und die sich dafür interessieren, nochmal rasch anwachsen. Ja. Ich glaube, als es da zugelassen wurde, dieses Produkt, ist es gar nicht mehr gestiegen, sondern das wurde scheinbar vom Markt schon vorweggenommen. Also sowas muss ich dann bei Sammlersachen, wo also ein gewisser Fetisch drin liegt, ja, wo das Ding an sich aufgrund der Technologie, also ich kaufe es nicht, weil es irgendwann mal Erträge, Cashflows bringt, sondern ich kaufe es deswegen, weil ich glaube, dieses Ding ist so cool, ja, dass es zukünftig noch viel mehr Leute haben wollen und deswegen steigt es im Wert. Das kann auch durchaus aufgehen. Ja. Ich glaube, es hat Leute gegeben, die Jahrhunderte hinweg, oder persönlich nicht, aber Jahrzehnte hinweg Geld mit Briefmarken gemacht haben. Andere haben Geld mit Briefmarken verloren oder weiß ich nicht. Ja. Aber
Aber sozusagen, ich bin darauf angewiesen, dass immer wer anderer da ist, der, wenn ich Profit machen will, mehr für das Gut zahlen will, das ich gekauft habe, als ich gezahlt habe. Das ist also bei so Sammlerstücken, wo es also ums Ding an sich geht und nicht um zukünftige Erträge, ja, da ist es, das ist das, was das Ding attraktiv macht. Ja. Und das ist aber für mich der riesige Unterschied, wo ich eben auch bei Bitcoin vorsichtig wäre. Ich würde das nicht ablehnen. Ja. Also wenn jemand 2% seines Vermögens in Bitcoin investiert, gibt es meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen zu sagen. Wenn es 40% sind, wäre ich vorsichtig, aber das muss auch jeder für sich wissen. Nur das ist der Unterschied zu Aktien mit den zukünftigen Cashflows. Ja. Also solange die Wirtschaft nur halbwegs intakt bleibt, und ich gehe jetzt wieder zurück zu Nestle, und ich gehe davon aus, Nestle kann in den nächsten 10 Jahren jeweils eine Dividende von 3 Schweizer Franken zahlen. Wenn der Aktienmarkt crasht, also bis zu einem gewissen Grad wünsche ich mir das als Aktienkäufer, sogar in regelmäßigen Unterschieden, Abständen. Ja. Corona-Crash habe ich äußerst positiv in Erinnerung, auch weil ich die Hysterie dahinter erkannt habe und habe damals kräftige Aktien eingekauft. Aber wenn zum Beispiel heute die KI-Fantasie, also KI wird weiter existieren und wird Profite machen, aber vielleicht ist da heute viel zu viel Fantasie drin, dass sich diese Profite viel schneller und viel stärker steigern, als dann in der Realität der Fall ist. Wenn zum Beispiel auf der Ecke der Aktienmarkt unter Druck kommt und dann, es ist nur eine Möglichkeit, schmeißen viele ETF-Anleger ihre Nerven weg, nachdem die Magnificent Seven in vielen ETFs sehr stark zur Kursentwicklung beigetragen hat, und wenn dann auf einmal der Kurs des Produktes, wenn man neu dabei ist und noch nicht viel Erfahrung hat, um 20% sinkt, dann können schon einige Leute die Nerven weghauen. Und wenn dann die Leute die Nerven weghauen und auch Qualitätsaktien, die von diesem Crash überhaupt nicht betroffen sind, wie Nestle zum Beispiel, weil es auch im ETF drin ist, faltern deutlich, ja, dann passiert Folgendes. Also wenn Nestle 50% oder 100%, also die Hälfte am Kurs verliert, ja, steht Nestle nicht mehr bei 100 Schweizer Franken, sondern bei 50 Schweizer Franken. Wenn aber die Aussichten des Unternehmens gleich gut geblieben sind. Ja. Der Crash ist nicht so heftig, dass sich die Leute weniger in den Supermärkten leisten können. Man erinnert an die Finanzkrise vor 15 Jahren, die also die Automobilindustrie und die Immobilienindustrie furchtbar getroffen hat, zumindest temporär, aber breiten Wohlstand in den Supermärkten, also ich glaube, keine Statistiken dazu, aber die Supermarktumsätze sind, glaube ich, damals nicht wesentlich zurückgegangen. Also Nestle ist damals sicher auch deutlich gefallen. Wenn Nestle um die Hälfte fällt, steht Nestle nur mehr bei 50 Schweizer Franken. Wenn die Dividende, der zukünftige Cashflow, aber unverändert bleibt, dann macht der auf einmal 6% aus statt 3%. Und ich kriege eine Verzinsung quasi meines eingesetzten Kapitals für 6%. 6% Dividendenrendite bei Nestle ist historisch schon eine ganz besondere Gelegenheit. Kann genau sein, müsste man sich jetzt wirklich anschauen, dass es 2009 so eine Schnäppchenphase bei Nestle gab, wo man 6% Dividendenrendite bekommen hätte. Wenn der Markt dann nochmal ausverkauft wird, ja, und wir haben einen wirklichen Börsencrash, der sich gewaschen hat, ja, und Nestle halbiert sich im Kurs nochmal und fällt auf 25 Schweizer Franken. Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber sollte Nestle auf 25 Schweizer Franken fallen, dann kaufe ich nochmal zu, weil dann macht die Dividendenrendite von 3%, von 3 Schweizer Franken bereits 12,5%. 12% rund. Also runde Zahl, also genau 12% aus, die 3 Schweizer Franken im Verhältnis zu 25, nein, jetzt, also ich kriege dann knapp über 12% Dividendenrendite bei Nestle. Das wäre also dann historisch billig, und sagen wir mal, würde Nestle sich dann nochmal im Kurs halbieren, dann würde ich 25% Dividendenrendite bekommen. Ja. Aber das ist für mich der Unterschied zu einem Sammlerstück, ja, wo der Markt gut laufen kann, solange immer mehr Leute das gut interessant finden, wird es auch immer weiter steigen. Wenn es aber mal weniger Leute gibt, dann kann dieses Ding auch auf Null fallen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es mit bestimmten Briefmarken aussehen, die über viele Jahrzehnte gut gegangen sind, aber mir scheint doch, ohne dass ich mich erkundigt habe, dass das Briefmarkensammeln seine Höchststände hinter sich hat. Also es kann mir dann passieren, dass das Gut auch wertlos wird. Das könnte sein, ja. Oder dass es dann wirklich den Gebrauchswert wirklich hat. Also selbst eine Sammlerfüllfeder, wenn diese Serie dann niemand mehr haben will, dann kann ich noch immer damit schreiben. Ja. Aber da kann ich halt heute zum Libro gehen und eine Pelikan-Füllfeder um 9 Euro kaufen. Das
ist alles erfunden, aber Größenordnungen werden schon hinkommen, ja, schreiben kann ich mit der auch. Also dann geht der Wert eventuell wirklich auf den Gebrauchswert zurück. Das kann eigentlich bei einer Aktie, solange das Unternehmen wirtschaftlich passt, also wenn ich jetzt nur von diesen psychologischen Ebenen in einem Crash rede. Was anderes ist natürlich, wenn ich Aktien eines Unternehmens in einem Gebiet habe, was auf einmal zum Kriegsgebiet wird und die Stammzentrale wird in Schutt und Asche gelegt, na, dann ist die Aktie auch wertlos. Ja? Oder wenn ich auf einen Bilanzbetrug oder was auch immer reinfällt. Ja? Aber solange quasi die zukünftigen Cashflows beim Unternehmen, ja, und da gehe ich schon davon aus, wenn ich in ein Unternehmen wie Nestle investiere, dass die Chance sehr gering ist, ja, dass das Unternehmen in 20 Jahren nicht noch immer seine Gewinne macht und eben einen Teil der Gewinne ausschüttet, solange diese Cashflows da sind, kann der Wert der Aktie eigentlich nicht gegen Null gehen. Ja. Temporär in einer Krise kann er stark fallen. Das ist dann eine Kaufgelegenheit, aber dann geht er auch wieder zurück. Wir sind ja zu einer allgemeinen Rendite. Also im Ausverkauf wollen vielleicht alle aus Aktien raus, das ist dann eben eine gute Kaufchance, aber wenn dann die Dividendenrendite auf 12% ansteigt, bei so einem stabilen Unternehmen wie Nestle, werden irgendwann mal Leute wieder vernünftig werden und sagen, boah, bei 12%, da steige ich eigentlich schon ein, dann steigt der Kurs wieder, dann wird die Dividendenrendite wieder etwas höher, etwas niedriger, der Kurs steigt wieder und irgendwo findet sich quasi ökonomisch gesprochen ein neues, zumindest temporäres Gleichgewicht. Ja. Das ist bei einem Gut, ja, das also vor allem Sammlerwert hat, ja, wo also ich nur dann Gewinn mache, wenn die Anzahl an Menschen, die dieses Gut haben wollen, ständig größer werden, anders. Ja, das kann auch aufgehen. Ja, und deswegen auch, ich bin niemand, der explizit von irgendwas abrät. Ja, und vor allem, wenn das eben im Depot richtig gewichtet ist, dann spricht meiner Meinung nach gegen Kryptowährungen nichts. Ja. Aber ich muss mal im Klaren sein, theoretisch kann es sein, dass das Gut zum Beispiel an Attraktivität verliert, weil vielleicht ein anderes Gut da ist, das technische Eigenschaften hat, die noch viel besser sind. Wäre eine Möglichkeit. Und wenn das Gut dann aber um 50% verliert als Sammlergut, und auf einmal gibt es jede Menge Anleger, die eigentlich nur investiert haben, weil sie gedacht haben, dass das immer nur steigt. Dann gehen auch die raus, obwohl der Gebrauchswert durchaus noch da ist und das Gut fällt weiter und weiter. Ja. Und solange es keine zusätzlichen mehr Käufer geht, kann das auch auf Null gehen. Ja. Oder es findet sich dann eben ein neues Gleichgewicht, wo dann wieder Käufer kommen, die sagen, naja, jetzt ist dieses Gut schon um 80% gefallen, jetzt steige ich doch ein, weil jetzt glaube ich, und das kann dann auch wieder drehen. Es ist nur einfach eine andere Sache, weil keine zukünftigen Cashflows da sind. Ja. Weil ich also zukünftig keine Erträge rauskriege. Ja. Während die Erträge bei Aktien für mich wirklich eigentlich der einzige Kaufgrund sind. Ja. Und damit komme ich zurück, aber ich wollte quasi auf einer finanzphilosophischen Ebene mal ein Video über das Thema machen, weil ich da öfter, sagen wir mal, baff bin. Ja. Wenn ich dann ein bisschen schroffere Antworten gebe, dann ist es auch nicht das Kritik gemeint, sondern jeder soll seine Ansicht haben. Ja. Aber ich kann sehr wenig davon anfangen, wenn man jetzt also sagt, was bleibt von der Aktie Nestle, ja, wenn ich keine Dividenden in Zukunft habe. Ja. Also wenn Nestle jetzt sagt, wir ändern unsere Firmenpolitik und die nächsten 1000 Jahre gibt es keine Ausschüttungen, dann würde ich die Aktie verkaufen. Das würden wahrscheinlich so viele andere auch machen und die Aktie würde ebenfalls, aber das wird nicht passieren. Ja. Es kommt dann öfter Berkshire Hathaway, also die Holding von Warren Buffett, als Beispiel eines Unternehmens, das seit Jahren immer stärker steigt und nie eine Dividende ausgeschüttet hat. Ja. Da habe ich aber auch einen gewissen Fetischcharakter. Ja. Also wenn dann die Hauptversammlung von Warren Buffett in irgendeinem Center durchgeführt wird mit 40.000 Zuschauern und ich glaube mittlerweile auch im Fernsehen übertragen wird, ja, dann haben die Aktie schon auch Leute, um dort mit dabei zu sein und dann gibt es da auch einen gewissen Sammlerstatus. Ja. Natürlich ist in Berkshire einiges an fundamentalen Daten, also
Werten drin. Ich habe gelesen, dass Warren Buffett aktuell auf 150 Milliarden an Cash fließt. Ja. Solange er der CEO von der Firma bleibt, also die Hauptentscheidungen trifft, wird sich das mit der Dividende auch nicht mehr ändern, nachdem er, glaube ich, 93 ist. Ja, und da wird sich nicht mehr unter ihm viel ändern, aber wenn er Nachfolger bestimmt und sie haben 150 Milliarden an Cash und mittlerweile ist das so viel, dass man kaum mehr in Unternehmen investieren kann, weil in ein Unternehmen mit 20 Milliarden Marktkapitalisierung kann Buffett gar nicht mehr investieren, ohne den Kurs massiv zu verändern. Ja. Also irgendwann, und vielleicht nehmen das auch manche Anleger schon vorweg, wird es vielleicht auch bei Berkshire Hathaway Dividenden geben. Ja. Aber sozusagen, das ist so schon eher die Ausnahme. Ja. Es gibt schon Growth-Unternehmen, die ihre jetzige Bewertung deswegen haben, weil sie momentan Wachstum verzeichnen und irgendwann in Zukunft so viel Gewinne machen, dass sie dann Ausschüttungen machen können. Aber in der Regel wird ein Unternehmen, das niemals Gewinne ausschüttet, irgendwann einmal auch in Frage gestellt werden, ob das Unternehmen wirklich gut ist und tendenziell eher im Wert verlieren. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es da durchaus. Ja. Aber das ist meine Art zu denken, wenn ich über Aktien nachdenke. Und dementsprechend kann ich auf die Frage nicht eingehen, ja, was sehe ich an einer Aktie, wenn ich die Dividenden nicht mit berücksichtige. Ja. Oder die Aktie ist seit 20 Jahren im Kurs gleich geblieben. Ja. Also wo ist der Unterschied zwischen einer Aktie, die in den letzten 20 Jahren von $100 auf $200 gestiegen ist, oder von einer Aktie, die in den letzten 20 Jahren bei $100 stehen geblieben ist, aber währenddessen $100 an Dividende ausgeschüttet hat. Ja, also ich verstehe in meiner Art zu denken den Unterschied nicht. Ja. Beide Male habe ich $100 Gewinn gemacht und da habe ich eben schon den Eindruck, dass manche Leute da Aktien so sammeln, wie mein Onkel Füllfedern sammelt oder so, ja, weil sie das irgendwie ästhetisch extrem cool finden und dann möchten sie mit dabei sein oder wie eben die Kundin letztens nach Lululemon mich gefragt hat. Ja. Kann man machen, ist alles vollkommen in Ordnung, aber Leute, die so denken, werden wahrscheinlich mit diesem Kanal nicht sehr glücklich werden, ja, weil das ist einfach wirklich eine vollkommen andere Sache, ja, als das, was ich hier mache. Ja. Ich versuche das rational zu sehen, ja. Ich versuche so zu investieren, damit ich die zukünftigen Cashflows bei einer gegebenen Menge an Einsatz, ja, optimieren kann. Und wenn man also jemand fragt, wie ich das angehen würde, wenn ich die zukünftigen Cashflows nicht mit einberechnen würde, dann weiß ich das einfach nicht. Darauf wollte ich einmal gründlicher eingehen. Das hat sich für ein Sonntagsvideo meiner Meinung nach gut geeignet und in Zukunft, da ich es nicht jedes Mal behandeln kann, tut mir halt leid, wenn jemand solche Fragen stellt, dann ist er einfach auf einer ganz anderen Wellenlänge als ich und da haben wir dann wenige Berührungspunkte dabei, wenn wir über Finanzen miteinander uns austauschen, ja, was natürlich durchaus auch interessant wäre, aber ich glaube, es würde schwer werden. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche noch einen schönen Tag. Grüß euch.